Cool, Dritter ist er schon. Aber wenn man so nah davor ist, dann genügt das nicht. Und der Iraner kann ihn in der Standposition fesseln und dann mit blitzschnellen Attacken an die Beine gehen. Das ist ihm zweimal gelungen und damit hat er sich die 2:0 Führung herausgeholt. Sehen Sie, genau so ging es. 3:0. Explosiv die Aktion des Mannes aus dem Iran, der noch bei keiner Weltmeisterschaft aufgetaucht ist, hier bei den Olympischen Spielen zum ersten Mal auf Weltniveau startet. Aber der 22-Jährige kommt aus einer alten Ringerschule, der Iran, eine klassische Freistilnation mit Olympiasiegern und Weltmeistern. Und dort ist Ringen einer der bevorzugten Sportarten. Und das dürfte 2 Minuten vor dem Ende schon die Entscheidung gewesen sein. Helmdach ist zwar unten am Boden ganz gut, kann aus diesen Situationen kontern, aber das müsste schnell geschehen. So, jetzt aber hopp oder top. Als der 23-jährige Wittner im April in Manchester Europameisterschaftsfünfter wurde, da mag gar manche noch gedacht haben, naja, da ein bisschen Glück gehabt bei der Auslosung, aber jetzt wird er zumindest wieder den Kampf um den 5. Platz erreichen beim Olympischen Turnier. Und das ist bei über 20 Teilnehmern aller Ehren wert. Zweite Verwarnung inzwischen gegen ihn. Bodenkampf. Da kommt es in dieser Situation dem Obermann gar nicht mehr so unbedingt drauf an, beim Stande von 4:0 nun unbedingt Punkte zu machen, aber den Gegner so zu beschäftigen, dass die Zeit vergeht. 1:11 sind es noch. Jawohl, so ist es richtig. Aber auskämpfen. Sich jetzt nicht auskontern lassen, wenn der Iraner seinen Fuß rausbekommt, den Helmdach im Moment noch hat, dann hat er den 5. Punkt. Noch aber ist Helmdach der Aktivere. Aufstehen ein bisschen noch. Aber der Iraner, der hält ihn gut. Sekunden noch oben rechts. Sehen Sie es eingeblendet. Aber das war mal ein schneller Angriff. Und der 5. Punkt für Akbar Falla. Der in diesen nun über 5,5 Minuten eine Verwarnung bekommen hatte, ansonsten aber nie in Gefahr war.